Fruit Aspect. Was höre ich da? Ah, nein! Hallöchen, da bin ich wieder, Tutopie, das ist mein Minecraft-Let's Play. Und wir haben heute einen Gast, denn wir sind auf meinem kleinen Server. Dieter ist unsichtbar, ist ob und schaut einfach zu, wenn er Lust hat. Und ja, ich lege einfach direkt los. Also, wir wollten die Treppe 1 vorverlegen. Und zwar, weil sonst die Schaltung nicht reinpasst. Kann ich euch nachher auch mal zeigen. Da hat man gerade die Wirbel dieser Unsichtbarkeitstränke gesehen. Ich tue hier erstmal alle Stufen raus. Ja, dann brauchen wir noch ein bisschen Holz. Das reicht ja nicht, wenn man es schon jetzt sieht. Wir haben einen kleinen Poltergeist, wie man hört. So. Dann kommen hier die Treppenstufen rein. Hier dann das Geländer. Naja, da ist die Decke jetzt ein bisschen nah. Da weiß ich schon, was ich machen werde. Befehle. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wir brauchen 5 Stufen. Haben wir Stufen? Ja, und zwar exakt 5. Dann machen wir das hier auch noch raus. Und setzen hier dann die 5 Stufen ein. So, die letzte geht natürlich nicht. So. Dann, wenn man hier runter geht, sieht das nicht mehr so eng aus und es geht dann einfach besser. Dann wollen wir hier den Übergang in den Keller machen, von dem ich gesagt habe, so von dem ich gesprochen hatte. Dafür brauchen wir erstmal ein bisschen mehr Holz. Einfach was mehr mit. Und die hier mache ich mal weg, einfach weil es stört, wenn hier die ganze Zeit rumlaufen würde. Boah, ich habe gerade. Boah, ich habe gerade einen Riesenschock bekommen. Wir haben hier eine Lampe. Also ich habe hier eine Lampe im Zimmer und die ist quasi kaputt. Das heißt, die ging dauernd nicht. Dann hatte die eine Art Wackelkontakt, ging dann zeitweise wieder und so, weil sie dann auch wieder ein bisschen repariert wurde und die ist ein bisschen seltsam. Jedenfalls im Endeffekt geht sie quasi nicht. Und jetzt auf einmal geht die wieder an. Das war gerade total verstörend. Auf einmal geht hier das Licht an. Dabei ging die seit einer Woche oder so nicht mehr. Oder jetzt geht die auf einmal an. So, also. Dann wollen wir hier die Schaltung reinbauen.
Dafür brauchen wir zuerst einmal ein paar Verstärker. Ich erkläre die Schaltung gleich genauer. Und wir brauchen Redstone. Da ein Stack. Wie viel brauchen wir? Wieso zur Hölle habe ich gerade. Ach, er ist an dem Ofen und hat gerade das Eisen rausgeholt. Toll. So, drei Stück, das reicht erstmal. Also, ich habe ja gerade schon erzählt, ich benutze jetzt das Texture Pack Sfax. Nee, so geht das nicht. Das heißt, hier muss dann so. Dann. Nee. Oh Mann. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich das gemacht hatte. Also, hier kommt ein Redstone hin. Da kommt halt dann das Signal her. Die kann ich nicht aufmachen. Doch, das kann ich ja später zumachen. Dann geht das Signal hier runter. Und dann geht das. Okay. Da in einen klebrigen Kolben. Dann geht für einen ganz kurzen Moment das Signal in den Kolben und der Verstärker nimmt das da raus, den man gerade ganz kurz gesehen hat. Der ist für eine Zehntelsekunde, hat er nur ein Signal bekommen, das ist also ganz, ganz schwach. Und das können wir dann wieder nach oben schicken. Und zwar muss das dann. Nee, das geht nicht. Dann würde ich sagen, muss das Signal hierher kommen. Das ist gerade irgendwie blöd. Wie hatte ich das denn gemacht? Also hier wird das Signal auf ganz, ganz kurz gestellt und dann muss es hier in den Verstärker, der entweder dort ist oder dort ist. Aber von hier aus wird es mit dem Signal hin, also in den Weg kommen. Ach so. Ich kann doch auch. Also ich müsste zumindest auch. Hier runter gehen können. Ist dann zu. Hier geht es dann runter.
Okay, da grübel ich dann in der nächsten Folge weiter nach. Das war's dann mit dieser Folge. Dann sage ich Tschüss und bis dann.